Hi Leute, heute testen wir Helldivers 2 für den Lenovo Legion Go. Erstmal in 1280, dann in 1920 und dann in 2K. Mal schauen, wie es performt. Bin ich selber gespannt. Wir haben jetzt gleich 720p, also am Anfang. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Also, bis gleich. Ja, was ich noch sagen wollte, Grafikeinstellungen.de. Ist jetzt nicht die höchste Grafikeinstellung, also ist alles auf Mittel. Ich habe nichts geändert. Hoch, hoch, hoch hat er eingestellt. Damit man es nur sieht. Okay. Also, ich würde sagen, bis gleich. Ich habe jetzt die Rahmenüberwachung auf aus, weil er eh 0 FPS angezeigt hat. Und zum Glück ist das Spiel über Steam, da sieht man ja links oben die FPS. Also, FPS zeigt er jetzt 24 an. Aber es läuft eigentlich alles ganz normal. 24 FPS ist jetzt nicht gerade das Beste, aber eigentlich läuft es ganz gut. Da ist schon mal Gegner. Den Controller habe ich selber noch nicht gezockt. Eigentlich zocke ich hier mit Maus und Tastatur. Es läuft eigentlich ganz flüssig, muss ich sagen. Ich glaube, das sollte schon mal reichen als kurzes Bild. Gehen wir gleich zu 1080p. So, das sind wir wieder zurück auf 1920 mal 1200. So, damit man sieht, hier ist eingestellt. Also, es ist auch auf Leistung alles. Und sonst, hoppla, verdrückt. Hier ist auch auf 1920 mal 1080. So, jetzt bin ich gespannt. Wir sehen uns gleich im Spiel. So, jetzt sind wir in 1080p. Na, schauen wir mal. Wir haben jetzt 23, 24 FPS und gleich einen Gegner. So ein weites Gebiet zu landen war jetzt nicht geil, aber es läuft eigentlich wieder flüssig. Anfrage bestätigt. Verstärkung ist unterwegs. Erstmal ein bisschen wegkommen, damit wir auch sehen. Das läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen, in 1080p auch. Er zeigt zwar 24 FPS an, aber es läuft trotzdem flüssig. Also ich finde, dass es flüssig läuft. Wenn man hier bewegt. Kann sich sehen lassen. Läuft gut. Ich finde schon. Das ist schon wieder so ein Star Wars-Viech. Ja, läuft flüssig. Er zeigt konstant 23 FPS an, 24 FPS. Aber immerhin, es läuft. Na klar, wenn wir jetzt mit den Grafikeinstellungen ein bisschen runtergehen können, könnte man eigentlich, also ist ja auch auf Hoch und Mitte gestellt, dann hätten wir sogar noch mehr FPS. Ich glaube, ich gehe jetzt kurz wohin und zeige mal kurz die Grafikeinstellung, damit man sich ein Bild draus machen kann. Also so wäre jetzt die Grafikeinstellung auf 1080p. Mittel, hoch, 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 niedrig. Also da könnte man schon noch ein Stück runtergehen. Da hätten wir auch wieder mehr FPS. Also muss ich sagen, performt gut. Und jetzt probieren wir 2K, da bin ich jetzt gespannt. Bis gleich. So, ich glaube, ab jetzt haben wir unseren Meister gefunden. Also ist auf 2K gestellt. Die Auflösung ist auch, Moment, ich tue mal kurz weg. Auflösung ist auch auf 2K. Aber wie wir jetzt schon da oben links sehen, haben wir jetzt gerade mal 18 FPS. 16-18 FPS. Ich weiß jetzt nicht, ob das...
Jetzt läuft es nicht mehr ganz so flüssig. Also das tun wir uns jetzt mal sparen. Ich tue jetzt gleich die Grafikeinstellung ein bisschen runterschrauben. Pass auf, Texturqualität machen wir nur auf niedrig. Tun mal übernehmen. Jetzt haben wir 19 FPS. Objektqualität machen wir auf mittel. Schattenqualität braucht man eh nicht so hoch. Machen wir die Schattenqualität auf niedrig. Partikelqualität auf niedrig. Reflexion niedrig. Jetzt sind wir schon auf die 20 FPS. Aber wenn wir alles runterstellen, pass auf, Renderdistanz, alles auf niedrig fast. Das ist Renderdistanz auch einfach alles auf niedrig. Schauen wir mal, ob wir die 30 FPS ankratzen können. So, jetzt mal gucken. Okay. 21 FPS. Okay, schau mal. Ich gehe mal in die Mission rein. Okay, er zeigt gerade 19 FPS an. 21 FPS. 20 FPS. Aber... soll ich euch was sagen? Ich bin begeistert. 2K, 20 FPS. Die Grafik sieht jetzt auch nicht so schlecht aus auf dem Lenovo. Finde ich jetzt. Obwohl alles auf niedrig fast ist. Es läuft flüssig. Es läuft verdammt nochmal flüssig. Das finde ich echt beachtlich. In 2K. Wow. Da kommen die ersten Gegner schon. Hier, man kann auch normal ziehen. Also. Wow. Hier, 20 FPS haben wir immer noch. Also in Full HD, wenn du damit die Grafikeinstellung runtergehst, hast du auf jeden Fall deine 30 FPS. Das geht schon. Das läuft echt flüssig. Also ich glaube, man sieht so, dass es flüssig läuft. Und das ist doch ein Helldiver. Das lässt sich echt sehen, wow. Echt gut. Okay. Ja gut, das überrascht mich jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass wir es in 2K zocken können, aber es läuft echt gut in 2K. Also ich glaube, man sieht es auch, dass es echt gut läuft. Okay, ja, das soll es auch schon gewesen sein. Hammer hart, wundert mich echt voll. Und er hat jetzt auch immer noch 19 FPS, also er hält das auch konstant. Na gut. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.